Merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. Wait, you've the same scent as that woman. Then you must be an action one. You must be. Oh. You don't know how long I've searched. Oh. Don't mind me, didn't mean to fall apart. Now, Ashen One, I have a kindness to ask of you. My lady lives in the cold land of Ariandel. I need you to show her flame. A proper flame that will burn the rot away. If you truly are ash, then it must be fire that you seek. Ah, thank you. They of ash never fail. Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Then the ashes were too. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dark Souls 3. Ja. Ich zeige euch gleich mal, wo ich bin und überhaupt. Ich war ja letztes Mal noch vor so einer Art Kirche oder was das war und wo noch so Engel dann mich angegriffen hatten und so. Und da habe ich ja hart gesagt, dass ich das nächste Mal wieder hier anfange, aber jetzt bin ich halt hier gelandet. Da ist jemand. Der stöhnt. Oder es. Have you just arrived? How very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the forlorn. The cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, go along. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Yes, of course. You're no exception. We've all seen terrible things. But you're safe now. Let it ease your burden. Ariandel will make a fine home for you. So, go on ahead. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Quick! Go along, a sweetly rotting. So, was haben wir hier? Ja,
Und jetzt, ich starte diese Folge echt im neuen Jahr, also 2020. Und ich habe mir mal so ein bisschen angewöhnt bei dem einen gemalte Welt Ariandel. Aha. Okay. Gut. Und ich habe mir halt mal so ein bisschen angewöhnt jetzt bei dem einen oder anderen Spiel, dass ich mir mein neues Logo dann nur wieder einblenden, so wie hier unten jetzt auf der linken Seite unten, mein kleiner Tiger. So, ich bin jetzt hier im Schneefeld. Okay, wie bin ich also hierher gekommen? Eigentlich ganz einfach. Ich war am Feuerbandschrein und wollte dann zurückreisen und habe mir gedacht, ich kann ja mal hier in die Kapelle zurückreisen. Ich wollte da mal so ein paar Punkte sammeln und so, ein paar sehen. Und dann war halt eben der Typ, der mich jetzt hierher gebracht hat, der gelabert hat, ja. Und jetzt bin ich hier. Was haben wir hier? Aha. Ja, gut. Ich bin jetzt hier und jetzt mache ich das einfach mal. Mal gucken, was mich hier so erwartet. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr kalt aus hier. Der Baum sieht da merkwürdig aus. Wie so eine, ja, dünne Frau mit roten Lichtern auf dem Punkt, auf dem Punkt, mit roten Lichtern. Was war das? Oh, da schmeißt einer mit Speere. Das geht aber nicht, du. Du hast mich hier gesehen in diesem dichten Nebel. Na, warte. Ich habe seit letztes Mal auch mein Speer mal gewechselt. Ich habe jetzt so eine Feuerwaffe. Und ich passe echt gut auf. Ich kann Feinde gut verbrennen. Ja, wollte da aber eigentlich auch noch nicht so hierher. Ich wollte noch da weitermachen, aber gut, hab gedacht, wenn der mit mich dann schon herbringt, ne? Weil ich eigentlich Punkte sammeln wollte, versehen, aber naja gut. Einmal Kondimkeit erhöhen seit letztes Mal. Nee, eigentlich, nee, zweimal habe ich mich erhöht jetzt. Einmal war es Gesundheit und einmal war es noch die Stärke, die ich mich erhöht habe. Genau, das war das, bevor ich hier angefangen habe. So, er geht dann mit seiner Fackel. Der dürfte eigentlich ein leichter Gegner sein, weil verbrennen können die mich jetzt nicht so schnell, denke ich mal. Vielleicht gehe ich jetzt mal wieder woanders hin, aber ich denke mal, erstmal bleibe ich hier mit diesem Schneefeld. Bei diesen komischen Gegnern hier. Was ist das für ein Vieh? Hallo? Hallo? Heuschreckenmäßig oder sowas? Okay, der war ja leicht. Ich meine, die anderen eben hier waren auch leicht, also. Giftiges Dingsbums. Tja. Ich werde immer noch mal dann wieder zurückgehen, das ist klar, aber erstmal freue ich mich hier um dieser Winterlandschaft. So, man kann ja nicht so weit gucken wie jetzt in andere Ecken oder bei anderen Sternen irgendwie sowas. Da sitzen auch welche auf dem Hügel. Oder sowas wie Soldaten oder so. Na, mal gucken. Und genau, zweimal so, dann sind die weg. Aber klar, weil die so leicht sind, geben die auch so wenig Seelen. Oben fehlt auch wieder jemand. Neue
Ecke, da muss man mal gucken, ob es nicht hier irgendwo so eine Art Ecken gibt, wo man runterfallen könnte, aber hier sieht es im Moment breit genug aus. Dann kann man, aussieht gut, ausweichen. Was sagst du dazu? Oh ja, doch. Du hast gleich drei Feinde, einer mit Schild, einer so und einer, der auch Feuer machen kann. Gleich drei auf einmal. Ich würde kein Dreier machen hier. Da kommt der Feuertyp. Oh Gott. Nein, das ist nicht so viel. Ja, das ist nicht gesund. Hier fliegen die Speere heute aber tief, ey. Für ein schlechtes Wetter zu geben. Typ. Aua. Ich dachte, ich kann mein Schwert irgendwo reinrammen, ein Loch oder so. Die geht nicht rein, das ist nicht ein Loch. Ah, ich aus der Kamera raus. Ja. So, hier kann ich ruhig kämpfen. Oh, ja. Na, mein Feuer da. Na, fuck, dann muss ich mal, ja. Ich versuche selber auf Feuer. Oh, da war wieder so ein Speerwerfer. Jawohl, hinten rein. Das kann ich am besten. Schön von hinten. Aua. Oh, eine Waffe. Oh, ich muss das schnell weg. Ja. So ist gut. Wenn der gerade geschmissen hat, dann dauert das erstmal, bis er wieder so etwas machen kann, aber. So. Ja, ich gehe noch ein bisschen weiter. Aber diese Typ, die Dinger, die singen, ich weiß nicht, unheimlich aus. Echt wie so eine junge Frau hier, die sich so ein bisschen nach vorne beugt. Damit ich von hinten besser einen reinbekomme oder was, aber. Macht nichts. Das macht nichts. Haha. Ja, schön. Dann gehe ich mal weiter hier. Das ist so kalt hier. So, da liegt was. Kann ich das ja mal einsammeln? Ach, da geht's. So, heilig. Jetzt bin ich hier runtergefallen, aber das Ding auch. Moosklumpen. Das ist ein ganz schiefer Baum. Da läuft jetzt auch was. Oha, das sind Wölfe. Wie gefährlich seid ihr? Ja, schon vieles, ja, aber jetzt. Ja, genau. Halt, genau. Au. Oh, Mann. Oh, da kommen noch welche. Ein ganzes Rudel hier, ey. Oha, da sehe ich schon mal drei wieder. Ganzes Rudel. Ja. Au, spring mich nicht an, Mensch, ich bin kein Weibchen. Also, irgendwie schon, nur mit dem Wolf. Nee. Der wäre sein Ding, glaube ich, viel zu groß für das Loch von der Frau. Also. Um.
Nur rostige Münze. Nein, brauche ich nicht. Da sind ja noch zwei Wölfe. Alter, das ist so nebelig hier. Da kannst du ja gar nicht so weit gucken wie. Keine Ahnung. Wenn man in Nähe vom Schloss oder sonst so. Hoch. Aha, da sitzt auch noch ein Wolf drauf. Der passt wohl auf die hier alle auf, oder was? Jawohl! Zwei nebeneinander und dann. Oh Gott, dieses Geheule! Das heißt, da kommt noch mehr. Eieieiei. So viele Wölfe, ey. Da ist noch einer. Ein Rumtreiber. Oh, Mann. Weg ist er. Tja, Feuer und Eis, das verträgt sich nicht so gut. Mit der bewegt sich das Haar so da. Naja, ich sammle mich erstmal was ein. Und sind auch noch. Die haben hier. Oh! Ah. Wenn man hier lang geht, dann werden die Bäume wach sozusagen. Diese, was weiß ich, Frauenbäume oder wie. Ich meine, Baum ist aus Holz, ne? Und Holz brennt ja ganz gut. Aber hier, wo es so kalt ist, naja, könnte sein. Okay. Gucken. Ja, ja. Oh, ich habe auch gar nicht abgekommen. Kälte. Nehme ich jetzt mal an, das ist Kälte. Die soll nicht einfrieren hier. Aber man darf nicht zu lange draußen bleiben in der Kälte, kriegt einen Steifen. Also Finger, Hand und so weiter. Da kannst du richtig steif werden draußen. Wenn das so kalt ist hier, weit unter Null. Oh, da geht's mir. Ja, diese Folge habe ich heute aufgenommen, am 7.01.2020. Ah. Ja, ey, Mann. Das nützt dir nix, ey. Das ist 21:35. Kurz nach 10. So. Eieiei. Au. Na warte. So, brenn du Mist. Der ist doch noch. Ein Baum hat man, ein Menschenbaum, ein Baummensch oder keine Ahnung. Was kommt da oben da, diese drei? Was soll das sein da? Aua! Immer kriege ich was Langes rein, ey. Mag der als Mensch ganz schön sein, aber. Eieiei, der kommt wieder ausgeflogen. Moment, schnell weg hier erstmal. Schnell gedreht und. Kommt da hinterher gelaufen. Na komm, stech doch gut. Aber daneben. Moment. Ich muss das alles. Ich muss mich ihm reinlegen. Ja, so und dann. Okay, so geht noch einmal. Oh, das war nett. Ja. Macht so Laune von hinten reinstecken das Ding und dann schön umdrehen oder wie auch immer. Ja. Naja, aber hier ist nicht so ein schöner Ort, wo ich denn Seelen sammeln kann. Hier. Ja.
der Fresse. Aua, aua. Alter, wie kam der denn an mit seiner Attacke da jetzt, Alter? Wow. Der kam da angestürmt, ey. Attacke! Und dann stech, 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 stech. Und weg warst du. Also ich. Ja. Uiuiui. Na schön, dann versuche ich die Dinger jetzt mal wieder einzusammeln hier. In der gemalten Welt von Ariane. Was? Wer spricht da? Geh aus meinem Hörbereich. Also, wie war das? Ah ja, hier hoch. Genau, hier sind erstmal die anderen Dinge, Alter. Das macht der Baum nicht. Nur wenn ich da in seine Ecke bin, dann. Na, ja, da kommen noch ein paar Typen da runter. Komm her, komm. Ja. Da kommen wir auch noch. Das ist aber auch keine Funktion. Oh, hier sind aber so viele von diesen Frauenbäumen oder wie auch immer. Baumfrau. Glaube ich, oder was dir mit dem Feuer hier passiert. Von hinten ab hier, komm. Und bam. Stecher, der in Erden Recher der Stecher, nein, ich bin der Stecher der Recher, ich bin der Recher der Schwarz, der Mann der Weißen, der Grün. Ich bin der Recher der Verklemmten, Recher der. Der Ding ist Recher der. Ja. Boah. Dann denkt man immer wieder nicht dran, dass das Ding einstürzt und dann. Ja. Ja. Ich hab doch keine Angst vor dir, du kleiner Wolf. So, hier oben liegen meine Punkte. Die Seele zurückgehalten. Ich gibt es immer noch so wenig Punkte. Das finde ich ein bisschen blöd. Da gab es auf der Ecke mehr Punkte. Oha, so viele Wölfe. Und
folgt. Naja. Ja, noch einer bitte angefunden. Ja, heute mal. Cool, dass ich mein Schwert dabei habe. So, hier ein Raum. So, jetzt kann ich wohl nach oben gehen. Aber da ist noch jemand. Komm her, versuch dich erstmal hier. Okay, Glück. Vorbei. Oh ja, die muss schmeißen hier. Ja. Au. Aua. Und haha. So, und da war auch nichts. So. Wer damit? Anhängerspeer. Da will ich doch mal gucken, ein Anhängerspeer. Also das ist ein Anhänger als Speer oder ist das eine richtige Waffe? Mal gucken. Diese Dauerbrücke, hier habe ich die Waffe. Muss ich bei die Speere mal gucken. Nee,
Anhängerspeer, der ist das. Gut. Hallo Baum. Nee, der ist mal wieder nicht. Komisch. Ich weiß nicht, wie das gezählt wird. Dass man einige da mal backen kann, andere nicht. Aber gut, ich würde sagen, ich höre dann erstmal hier auf für heute. Jetzt noch wieder so eine halbe Stunde gut gespielt. Nach langer Zeit mal wieder. Und mal sehen, wie es dann hier im Schneegebiet weitergeht. Also dann verabschiede ich mich und sage, macht ihr noch einen schönen Tag, schönen Abend oder was auch immer. Und dann bis zur nächsten Folge. Winke, winke.